was Genius Gisdol beim FC alles richtig macht. Er liefert. Was waren nicht alle skeptisch, als Markus Gisdol im November nach Köln kam, rausgeflogen in Hamburg und Hoffenheim, umstrittene Frisur und vom Charisma her eher Aschermittwoch als Rosenmontag. Gisdol war nur die C-Lösung, aber er punktet in Serie. Zuletzt 5 Siege aus 6 Spielen, der FC kennt ein neues Wort, den Gisdol-Effekt. Er vertraut. Seit Beginn der Erfolgsserie ändert Gisdol seine Startelf kaum, weder personell noch taktisch. Und führt sein Team kurz vor Schluss, dann wechselt Gisdol offensiv statt zu mauern. Das Signal an die Spieler, alles in Butter, keine Angst, weiter so. Und die Spieler glauben ihm, schließlich kann Gisdol Abstiegskampf, unter ihm hat der FC noch keine Führung verspielt. Er verdichtet. Gisdols Spielsystem ist gar nicht groß anders als das seines Vorgängers Bayer Lorza, aber das Pressing ist jetzt kontrollierter. Weniger Risiko, mehr Dichte, kleine Maßnahme, großer Effekt. Die Spieler berichten, dass ihnen die neue Stabilität sehr gut tut. Er verjüngt. Thielmann, Katterbach, Jakobs, Gisdol schickt die Jugend auf den Platz, die Prominenz auf die Bank. Das Risiko wird belohnt, die Jungen bringen frischen Wind und Erfolg. Gisdols Botschaft, Leistung vor Name. Torwart Timo Horn drückt es so aus. Er schafft es, dass jeder unter Spannung bleibt. Er zieht's durch. Gisdol ist abgehärtet, hat ja immerhin auch 16 Monate beim HSV durchgestanden. Gegenwind? Egal. Gisdol schickt Publikumslieblings Schaub weg, setzt seinen Wunschspieler Ut ins prominent umkämpfte Zentrum. Rechtsverteidiger Schmitz spielt plötzlich links und was soll man sagen, es läuft. Klar, Glück und Standardtore kommen auch hinzu. Du bist FC-Fan und siehst Gisdol immer noch kritisch? Dann schau auf die Tabelle und wie Gisdol bestimmt sagen würde, deal with it. Euch gefällt unser Kanal? Klickt gern auf Abonnieren und verpasst kein Video mehr. Und vielleicht gefällt euch auch eines der hier vorgeschlagenen Videos. Und richtige Fans klicken zusätzlich noch auf die Glocke, dann werdet ihr über neue Videos direkt informiert.